Herzlich willkommen beim Videocast der himmlischen IT mit Kerstin und Carsten Raphael. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Ich bin jetzt in meinem Domain24-Account und Sie sehen, dass inzwischen die kerstinrachwal.de hier aktiviert ist. Wer meine ersten zwei Videos noch nicht gesehen hat, ich habe ein Video erstellt, wo ich die Theorie so ein bisschen erklärt habe und eine zweite Demo, wo wir in die Grundlagen reingegangen sind, wo mache ich was, wo aktiviere ich die Domain und auch ein bisschen was da noch zu erklärt habe. Und jetzt sind wir hier in dieser Domain24-Geschichte, wo ich eben zeigen möchte, wie Sie jetzt eben die kerstinrachwal.de in Ihr Small Office 365 Small Business P1 Plan hineinbekommen. Ich gehe jetzt, wechsle wieder auf die Startseite. Und die Startseite, da möchte ich ja jetzt die Domain hinzufügen. Ich hatte angefangen in meiner ersten Demo diese Domain zu überprüfen. Sie sehen auch hier, die Domain ist hinzugefügt und hier steht ausstehende Überprüfung. Ich habe auch zum Glück jetzt mal mehrere Tage dazwischen, weil zwischendurch muss ich ja auch arbeiten und kann nicht nur Videos machen. Und wenn ich jetzt hier auf Kerstin Rachwal hineingehe und Eigenschaften anzeige, dann sehen Sie hier so eine Bestätigung, dass hier noch was nicht in Ordnung ist. Diese Aussage finde ich relativ schlecht, weil hier sieht man ja nicht, dass diese Domain noch gar nicht hinzugefügt ist, sondern hier sieht es ja eigentlich schon fast so aus, als ob diese Domain dabei wäre. Ich sehe eigentlich nur, wenn ich nochmal zurückgehe eine Seite, nur hier im Status sehe ich dann eben, dass diese Überprüfung noch ausstehend ist. Ich gehe nochmal in die Eigenschaften, ich gehe nochmal in die Eigenschaften anzeigen. Und jetzt müssen Sie, wenn so mehrere Tage dazwischen waren, auf Domain Problembehandlung gehen. Und jetzt sind Sie in Ihrem Domain Überprüfungsbereich drin. Die bevorzugte Methode ist, dass ich einen Textdatensatz hinzufüge. Auch das muss Ihnen der Provider genehmigen. Das ist bei mir jetzt nicht der Fall, sondern ich kann nur einen MX-Eintrag vornehmen. MX-Eintrag ist für die Mail und da soll ich jetzt einen Wert eintragen. Ich wähle alternative Methode und zwar soll ich diese Ziel- oder Verweisadresse eintragen. Die gilt jetzt nur für mich, auch nur für eine bestimmte Zeit, wo ich das eintragen kann und ich nehme jetzt das einfach vor. Ich wechsle auf meine, erstmal markiere ich mir das, weil ich kann mir sowas immer so schlecht merken. Kopiere mir das, gehe jetzt in meinen DNS-Einträge. Jetzt müssen Sie auch wissen, was Sie hier machen. Das ist auch hier eine ganz wichtige Warnmeldung. Wenn Sie hier natürlich Dinge ändern, dann funktioniert eventuell Ihre ganze Kommunikation mit dem Internet, mit dieser Domain nicht mehr. Also gehen Sie bitte nur an die Dinge dran, die Sie auch wissen. Und für diesen Fall, wie das jetzt bei mir ist, da muss ich jetzt hier eintragen, diesen Eintrag. Und Sie sehen, hier muss man noch eine Priorisierung vornehmen. Ich gehe nochmal zurück. Und Sie gehen hier, steht auch drin, was Sie genau machen müssen. Sie müssen als Information für die TTL-Gültigkeitsdauer 1 Stunde einfügen. Das ist hier diese Spalte bei Domain24. Da muss ich also 1 Stunde eintragen. Und dann wechsle ich wieder zurück. Und geben Sie als Priorität oder Präferenz eine Zahl ein, die größer ist als die Zahl, die Sie für vorhandene MX-Einträge angegeben haben. So können Sie verhindern, dass der neue MX-Eintrag das E-Mail-Routing für die Domain beeinträchtigt. Statt einer Priorität werden möglicherweise die folgenden Optionen angeboten, Low, Medium, High. Und dann muss man hier in dem Fall dann Low auswählen. Wir haben das jetzt mit Zahlen. Das heißt, hier ist die Priorität 10
Das ist jetzt eine hohe Priorität und ich wähle jetzt eine niedrigere Priorität ein. Das wäre jetzt in dem Fall zum Beispiel die 20. Ich bestätige das. Und Sie sehen jetzt, dass dieser MX-Eintrag eingefügt worden ist. Sie sehen, er hat jetzt komischerweise die Priorität 0 bekommen. Das wollte ich nicht. Jetzt gehe ich nochmal auf Bearbeiten. Er soll ja eine höhere Priorität haben. Also die Zahl muss größer sein als diese 10. Ich sage das nochmal bestätigen. Schauen nochmal nach. Jetzt hat er das gemacht. Okay. Und jetzt gehe ich hier hinein und sage überprüfen. Doch da es eine Weile dauert, bis diese Daten bekannt sind, bis die jetzt gespeichert worden sind, muss ich das Video wieder anhalten. Es dauert einfach 15 Minuten. Ich gehe jetzt auch nochmal zurück in meine Domain 24 Geschichte. Schaue auch sicherheitshalber nochmal nach, ob die ganzen Daten hier so erhalten geblieben sind. Ja, das sind sie. Und halte das Video an, bis ich diese Überprüfung vornehmen kann. Sie sahen einen Videocast der Rachval IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.de.